Einfach mal in Luxurace chillen hier und enchanten. Ah, gut, Aqua Infinitino, das ist natürlich nicht so nice, Leute. Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Lucky Race. Oh Gott, und ich habe die Aufnahme gerade ultra schnell gestartet, weil es auf einmal losging. Ich hoffe, ich habe alles an. Warte mal, Facecam ist an. Okay, doch, es läuft alles. Heute spielen wir wieder eine kleine Challenge, Freunde. Und zwar muss ich nach jedem Fail, den ich habe, das wird sehr belastend, ich hoffe, ich falle keinmal runter, nach jedem Fail, den wir haben, 20 Sekunden warten. Ja, das kann jetzt sehr kritisch werden, kann aber auch mega easy werden. Wenn mich das TNT jetzt killt, zählt das übrigens auch als Fail. Oh mein Gott, direkt Hälfte Leben weg. Okay, da hatte ich kurz ein bisschen Angst tatsächlich. Ich dachte aber, ich will noch schnell den Braustand looten. Genau, das kann sehr kritisch werden, kann aber auch ziemlich easy werden. Kommt drauf an, ob ich halt faile oder nicht. Wenn ich jetzt einen Fail habe, ist es noch nicht so schlimm. Wobei 20 Sekunden ist schon eine Menge eigentlich. Aber wenn ich es schaffe, eventuell keinen Fail zu kriegen. Alter, Heiltränke. Heiltränke sind am Start. Oh Gott, bitte geh weg, Zombie. Ich darf auch nicht von Monstern sterben, ganz wichtig. Nein, die wollte ich nicht angreifen. Zwei Herzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, nice. Oh mein Gott. Ich habe die aus Reflex angegriffen, weil ich dachte, das wären Zombies. So, Heiltränke sind auf jeden Fall schon mal 10.000 am Start. Ich glaube, wir haben schon 9 Stück, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, oder? Müssen. Ja, doch, das müssten 9 sein ungefähr. Nice. Kann man machen auf jeden Fall. So, aber wie gesagt, Challenge kann mega schwierig werden. Kann aber auch mega easy sein. Ich meine, wenn ich keinmal runterfalle, falle ich keinmal runter, muss. Oh Gott, muss nie 20 Sekunden warten. Das wäre natürlich alles. Jetzt kriege ich auch nur Monster hier. Ich glaube, Lucky Race will, dass ich einmal runterfalle. Aber. Ich weiß nicht, Leute, ich hoffe, also eigentlich soll ich hoffen, dass ich keinmal runterfalle, ne? Aber an sich hoffe ich auch, dass ich einmal runterfalle, so, also, ne? Einmal wäre schon ganz nice, aber ansonsten ist die Challenge halt zu easy, so. Deswegen spiele ich jetzt auch ein bisschen YOLO-mäßiger. Ich meine, Lucky Race ist nicht so schwierig vom Jump'n'Run her. Ich könnte das jetzt auch einfach, ja, auf Safe spielen, alle Sprünge mir Zeit lassen, so ganz entspannt. Oh Gott, bitte nicht vergiften. Okay, dankeschön. Und dann würde ich garantiert, denke ich mal, keinmal runterfallen, so. Aber wir wollen jetzt schon hier einfach... Ja, ein bisschen auf Rusher machen, weil wenn man sich so beeilt, macht man schneller mal einen Fehler, fällt schneller runter und dann muss ich auch mal 20 Sekunden warten, wie gesagt. Und ja, das war's auch schon so an sich, Leute. Ich glaube, ich habe es jetzt alles erklärt. Ich habe einfach mal, ja, 2 Minuten lang die Challenge erklärt, kann man machen. Aber ja, wie gesagt, Leute, ihr könnt jetzt schon mal gerne in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wie viele Jump-Fails werde ich haben und werde ich es schaffen, ins Ziel zu kommen? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ich persönlich sah... Okay, ich muss 20 Sekunden warten. Ich wollte gerade, um ehrlich zu sein, ich wollte gerade sagen, ich persönlich denke, dass ich 0 Jump-Fails haben werde. Jetzt habe ich nicht ganz auf die Zeit geachtet. Ich glaube, wenn bei 7 Minuten 19 darf ich weiterspringen. Also jetzt noch 4 Sekunden, Leute. 3, 2, 1 und okay, weiter geht's. Holy shit, holy shit. By the way, Leute, das hat zwar eigentlich nichts mit dem Video hier zu tun, aber ich möchte nebenbei nochmal Danke sagen für die 100 Follower auf Twitch, weil ich habe vor diesem Video hier gerade noch gestreamt, also bevor ich das aufnehme, ich bin gerade fertig mit Stream, dachte ich, nehme direkt hier noch ein Video auf für morgen. Danke für die 100 Follower auf Twitch, richtig nice, Leute. Wer noch nicht einen Follow da gelassen hat, darf das gerne machen, Leute. twitch.tv/RyanXCole, Dankeschön. Eigenwerbung ist auf jeden Fall auch am Start. Link ist auch in der Beschreibung, wenn ich das nicht vergesse. Aber wahrscheinlich vergesse ich das. Mein Twitch ist einfach immer noch nicht verlinkt. Ich muss es bald mal machen. So, es sind einfach mega wenig Leute noch in der Runde drin. Es ist halt auch schon 22.07 Uhr, Leute, an einem Donnerstag. Deswegen sind die meisten schon Penso. Und ich hatte Angst, dass ich nicht mal mehr eine Runde Lucky Race spielen kann. Es wird jetzt ein bisschen schwierig. Oh, wow. Oh, wow. Ich habe schon so wenig Zeit. Jetzt verkacke ich das ja auch noch. Ja, ich hoffe... ja, das wird eine schwierige Runde, weil ich glaube, ich komme nicht ins Ziel tatsächlich, weil ich hier schon ultra viel Zeit gewastet habe, wegen dem einen Fail und wegen den Zornen hier. Holy shit, okay, warte mal, ich stelle mich mal ganz kurz an. Das kann ja nicht sein hier, so, komm schon, zack, zack, zack. Jetzt hier der Sprung, ich darf nicht mehr runterfallen. So, komm, jetzt haben wir es gleich. Und Checkpoint, so. Ich muss aber eigentlich ins Ziel... Nein! Nein, das meine ich mit dem Rushen, das war mega dumm. Nein, Leute, ich schaff's nicht. Der eine ist schon so weit und ich muss wieder 20 Sekunden warten, Leute. Holy shit. Okay, komm schon. 10 Sekunden jetzt noch. Bitte, hab jetzt noch ein paar Fails. Der heißt aber auch, ich habe Skill Kappa, Leute. Also vielleicht hat er doch keinen Skill. Wir hoffen es einfach mal. Bitte komm nicht ins Ziel. Ich brauche das OP-Item. Okay, weiter geht's. Ich habe nämlich auch noch nicht so guten Stuff, glaube ich, bis jetzt. Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, ich habe nur eine Dia-Chestplate bekommen. Und einen Dia-Block und ein paar Edgars, die mir vielleicht halt auch ein paar Dias gebracht haben, aber jetzt auch nicht ultra viele. So, das macht mir mal Angst, dieses Skelett-Dingens. Ich weiß, einmal habe ich eine Challenge gespielt, Leute. Da musste ich mich von jedem Monster einmal töten lassen, da das Teil hier mich nie getroffen. Nie.
Und jetzt hat er mich schon zweimal abgeschossen. Ich weiß, das war doch nicht dreimal, das war nur der Mini-Randy. Aber trotzdem, was ist denn los? Yo, gib mir noch mehr Monster bitte, dankeschön. Super, den Randy kicken wir auch nochmal runter hier. So, okay, der eine ist jetzt schon bei 8, der ist halt immer 2 Checkpoints vor mir gerade. Es könnte tatsächlich noch ein Problem werden hier. Den Amboss nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, ob ich ein verzaubertes Buch habe, aber falls doch, könnte mir der Amboss noch ziemlich, ja, behilflich sein. Vor allem, weil ich halt, oh Gott, noch nicht wirklich viel verzauberte Rüstung habe, glaube ich. Ich glaube, ich will jetzt nicht nachgucken. Das ist eine unnötige Zeitverschwendung. Ich überlege gerade, ob ich die Lucky Blöcke hier nicht abbaue, Leute, um ehrlich zu sein, und einfach durchrenne. Aber jetzt habe ich die eh schon abgebaut, weil das Ziel ist nicht mehr weit entfernt. So, jetzt müssen wir uns nochmal ganz kurz hier konzentrieren für letzte Sprünge und nicht mehr YOLO-mäßig springen, denn, ah shit, der ist jetzt ins Ziel gekommen, vielleicht schaffe ich das auch noch, 26 Sekunden, Leute, so jetzt mal no joke, wenn ich mich jetzt beeile, oh Gott, und keinmal runterfalle, könnten wir eventuell auch noch ins Ziel kommen, das wird sehr knapp jetzt, Leute, 15 Sekunden, ich will halt unbedingt dieses Illuminaten-Item haben. So, nächster Checkpoint, ich schmeiß schon mal das hier weg, damit ich Platz habe, aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht dumm bin, zack, jawohl, sind wir auch noch ins Ziel und ich krieg nur die Monsterbombe, willst du mich verarschen? Junge, ich wollte irgendwie so Illuminaten-Boots kriegen oder sonst was und er gibt mir einfach dieses Monster-Spawn-Dingens. Oh mein Gott, ich brauche halt noch eine Hose. Ich habe auch gar keine Emeralds, ne? Ne, ich habe echt nur Dias. Scheiße, und da chased mich schon jemand, Leute. Ich glaube, ich kann mir nichts craften. Ich muss mir halt unbedingt gerade Dia-Rüstung craften, aber dieser Typ ist jetzt halt hinter mir, Leute. Es wird schwierig. Ja, der chased mich auch noch weiter und ich habe gerade gar keinen Helm und gar keine Hose an. Die Frage ist, soll ich kurz stehen bleiben zum Craften oder was? Ich muss irgendwo zu einem Gegner rennen, damit der Typ abgelenkt ist. Oh Gott, da chased mich jetzt noch jemand. Ja, der hat mich direkt geslowt, Leute. Okay, ich benutze direkt mein OP-Item. Da kenne ich nichts, Leute. Da kenne ich nichts. Weil jetzt... Ja, der geht trotzdem auf mich. Junge, du wirst gerade von Monstern angegriffen. Kümmere dich lieber um die Monster. Okay, ich bin down. Egal, jetzt müssen wir ganz schnell craften, Leute. Jetzt habe ich mein OP-Item eigentlich verschwendet. So, ganz schnell Dia-Hose und Helm. So, dann will ich hier ganz schnell meine Heiltränke reinpacken. Perfekt. Habe ich noch irgendwas im Goldapfel? Das necken wir direkt schon mal einen von. So, nice. Heiltrank packen wir wieder dahin. Und dann können wir eigentlich auch loslegen, Freunde. Wobei, nee, noch nicht, noch nicht. Oh mein Gott, das wäre ziemlich nice, wenn ich eventuell noch verzaubern könnte. Zack. Und, ja, Protection 1 nehme ich jetzt einfach mal ganz schnell so, zack. Dann die Schuhe. Ich bin einfach hier am Enchanten, Leute. Holy shit. Protection, doch, Protection 1 haben wir da jetzt auch drauf. Dann den Helm. Einfach mal in Lucky Race chillen hier und enchanten. Ah, gut, Aqua Infinitino. Das ist natürlich nicht so nice, Leute. Ja, egal. Wenigstens haben wir jetzt noch ein bisschen was. Jetzt haben wir full enchanted Rüstung wenigstens. Aber, ob ich die Runde gewinne oder nicht. Ja, das wird schwierig. Ich mische mich jetzt einfach mal ein. Hi, zack, von hinten, Leute. Bam, und snack vielleicht einen Kill weg. Ich muss jetzt halt leider hier so ein bisschen dirty spielen, Leute. Und ein paar Kills versuchen wegzusnacken. Ich brenne jetzt halt auch gerade. Leute, und das Gras habe ich gerade nur gehittet. So, komm schon. Das kann doch nicht sein. Wie viel halten die denn aus, Leute? Was ist denn los mit denen? Hi, hast du Bock auch zu sterben so eventuell? Das wäre ganz, ganz nett von dir. Oh shit, ich glaube, der killt mich. Er hat auch noch einen Heiltrank. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, ich habe schon so viele Heiltränke verwendet, aber der will einfach nicht sterben, Leute. Der will einfach nicht sterben. Komm, kleine Combo ist am Start. Dann hat er noch... Alter, wie viele Heiltränke hat er denn? Alle haben besseren Stuff als ich. Kommt mir zumindest so vor. Leute, dabei bin ich auch ins Ziel gekommen, aber ich habe halt einfach nur so ein... Ja, ich habe alle meine Heiltränke. Ich hatte 9 Heiltränke oder so. Ich habe gerade 8 Stück in dem Fight verwendet und habe trotzdem verloren. Leute, ich will ja nichts sagen, ne? Aber es sieht nicht sehr gut aus für diese Runde hier. Die Frage ist... Mache ich dann noch eine Runde? Und mache ich dann nochmal das Jump'n'Run? Filme ich das dann auch mit? Oder zeige ich nur noch einen PvP-Teil? Weil wenn wir gleich nochmal das ganze Jump'n'Run abfilmen und so, dann haben wir ja ein 20-Minuten-Video locker. Das ist dann ja auch zu krass. Ich glaube, ich mache einfach gleich nur noch eine ordentliche PvP-Runde, weil ich jetzt wahrscheinlich tot bin, oder? Ja, oh, Damage-Trank und ich habe nur noch ein Herz, er gibt mir einen Hit und ich bin jetzt eh down, oder? Ja, Leute, ich würde aber sagen... Mit so einer PvP-Runde, da will ich mich nicht mehr zufrieden geben. Wir sehen uns gleich wieder, aber ich zeige nur noch eine weitere PvP-Runde und dann war es das auch schon, Leute. Aber, ja, wir brauchen ein ordentliches PvP. Nein, Leute, da ist das Ziel, aber ich komme nicht rein, weil ich diesen Slowness-Buff habe. Holy shit, belastend. Okay, jetzt ist er weg. Nein! Ey, das ist doch ein Scherz! Leute, ich wäre ins Ziel gekommen, aber wegen dem Slowness-Buff ging es einfach nicht, wegen dem Slowness-Debuff.
Holy shit, holy shit. Aber wir sind in der nächsten PvP-Leute-Runde, by the way. Aber was war das denn? Ey, das ist richtig belastend. Vor allem, ich habe wieder nicht mal so nice Stuff bekommen. Hier nichts Verzaubertes oder sonst was. Und jetzt habe ich nicht mal noch einen Illuminaten-Dingens bekommen oder bekommen können, weil ich einfach den Slowness-Debuff hatte. Aber egal, wir haben hier noch ein paar Emeralds. Davon kann ich mir auf jeden Fall noch was craften. Habe ich Sticks? Ja. Komm mal, davon machen wir uns schon mal ein Sharpness 2-Schwert hier. Aber Mann, das war echt mies. Und dann können wir uns noch eine Hose kann ich mir höchstens noch machen. Naja, noch eine verzauberte Hose hier. Protection 1, leider keinen Chestplate mehr. Und der Rest von meinem Stuff ist auch nicht mal so nice tatsächlich. Oh shit, Leute. Oh shit, das wird wieder eine schwierige Runde. Vor allem, ich war mir so siegessicher, ne? Ich hatte einen Fail, Leute, und bin durchgeschüpft hier wie ein junger Gott und dann auf einmal sowas, ja? Habe ich den gerade mit der Blume gelastet gegeben? Ich glaube schon. Und dann auf jeden Fall auf einmal sowas. Ich war mir so sicher, dass ich ins Ziel komme und alles und dann passiert so eine Kacke. Aber egal, wir haben wenigstens besseren Stuff als die letzte Runde. Das ist der ins Ziel gekommen ist, glaube ich. Den müssen wir mal ganz kurz anzünden. Bis jetzt habe ich eine ganz gute Combo gedrückt. Nice, haben wir sogar direkt bekommen. Vielleicht gewinnen wir trotzdem die Runde, aber wird jetzt auf jeden Fall um einiges schwieriger. Was will er denn hier mit seiner Leder-Chestplate, ich habe meinen Hund selber gekillt. Hundis, es tut mir leid. Kann er mal sterben, bitte? Dankeschön. So, hatte der vielleicht einen verzauberten Helm? Hatte er sogar tatsächlich. Den muss ich aber ganz schnell hier mal mir wegsnacken. So, hatte der noch irgendwas Cooles? Ich glaube, leider nicht. Ich muss mal ganz kurz hier schnell aussortieren. Wir gehen mal hier hin, schmeißen hier den Eisenstuff schon mal weg hier. Den braucht ja keiner, ne? Den Giftdolch brauche ich hier auch keiner. Pickaxe brauche ich auch nicht. Und da ist direkt ein Gegner, der mich angreift. Mann, ich war am Aussortieren, Junge. Mann, kannst du mich nicht aussortieren lassen? Du hast ja auch gar keine Hose... Nee, warte, eine Hose hat er, oder? Ich glaube, er hat keine Schuhe an. Und er hat nur einen Giftdolch. Okay, ja, nice. Leute, wir kriegen hier die Items einfach for free. Kann man machen. Knockback 2. Wir schmeißen mal... Ah, nee, ich habe schon eine verzauberte Dia-Hose. Chestplate brauchen wir hier nicht. Protection 1. Ah, ich brauche noch ein Protection 1 Chestplate, Leute. Das wäre ein Träumchen. Ich habe auch inzwischen hier wieder 6 Emeralds. Dafür könnten wir uns vielleicht einen besseren Helm craften, ne? Sehe ich gerade. Wenn wir schon dabei sind, kriegen wir hier... Was bringt mir das? Ah, nee, das bringen wir auch eine Protection 1. Dann ist mir das nicht mal so wichtig. Ich dachte, vielleicht kriege ich dadurch Protection... Dingens hier. Protection 2. Aber okay, wir machen das mal trotzdem, weil es lebt auch nur noch ein anderer. Und falls er mich mit seinem Bogen zu Tode spammt, will ich vorbereitet sein. So, Problem ist, Leute, das ist der ins Ziel gekommen ist. Das heißt, wir müssen Glück haben, um ihn zu besiegen. Also entweder hat er relativ schlechten Stuff oder genauso guten Stuff wie wir. Oder wir müssen ihm jetzt eine krasse Kombo drücken, weil er besseren Stuff hat. Oder wir campen jetzt und warten, bis es in der Mitte losgeht, der Fight. Aber das wäre auf jeden Fall langweilig. Ah, er hat Low Ground. Das ist dumm, was ich mache. Das ist ultra dumm. So, ich muss mal ganz schnell einen Goldapfel snacken. So, oh, Damage-Trank. Ich snack mal noch einen Goldapfel, Leute. Zack. Oh, das wird aber knapp jetzt. Oh Gott, ich glaube, er hat sich auch getroffen mit dem Schadenstrank, oder? Er hat wieder Low Ground. Das ist... Oh, nice. Leute, ich glaube, der hat nicht so guten Stuff, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Oder er war nicht voll. Aber der hat nur noch ein Leben. Und vielleicht wird das doch der Win hier. Ich hoffe mal, dass es der Win wird. So, wo ist der Boy denn hin? Da hinten irgendwo. Da sehe ich ihn doch schon. Da läuft er schon rum. Ich glaube, der hat echt nicht so krassen Stuff im Vergleich zu mir. Also, ah doch, ich sehe es ja schon. Leute, seine Hose ist, glaube ich, nicht verzaubert. Seine Schuhe auch nicht. Das heißt, eigentlich haben wir die Oberhand, aber nicht, wenn ich einfach ultra viele Hits kassiere. Der hat immer Low Ground. Schon wieder hätte der jetzt hier Low Ground. Egal, so zack. Und ich glaube, er ist down. Ja, perfekt. Wir hatten sogar noch fast volles Leben. Leute, GG auf jeden Fall. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Schreibt mir gerne weitere Lucky Race Challenges in die Kommentare, falls euch er schreibt Low. What? Wieso denn Low? Ich habe ganz normal gespielt, Junge. Was los mit dir? Stress oder was? 1 vs 1. ja, falls euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da und wir sehen uns morgen um 18 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.